Ja, servus Wildcats-Fans. Die Spannung steigt nächste Woche, 30. September um 15 Uhr, Kickoff hier in der Innenenergie-Arena zum Spiel der Spiele. Hier steht's, 1986 wurde der Verein gegründet und jetzt nach 31 Jahren haben wir tatsächlich eine realistische Chance, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Ihr Jungs habt ja ein Relegationsspiel schon hinter euch gebracht gegen die Saarland Hurricanes, der Gegner für nächsten Samstag. Die Offense 21 Punkte erzielt, Lukas. Receiver waren ziemlich gut. Was habt ihr euch vorgenommen jetzt für nächsten Samstag? Also wir haben noch viele Fehler gehabt, vor allem jetzt von den Passplays her, mit vielen Unstimmigkeiten. Einerseits, dass es so war, dass ein paar nur die Routen nicht können haben, dann doch falsche Laufwege, noch nicht richtig blockt. Aber jetzt auf jeden Fall nochmal jetzt ein paar Trainingseinheiten Gas geben, schauen, dass wir die Fehler aufstellen. Dann kriegen wir natürlich nächste Woche Madison wieder und sind Army wieder zurück. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Und dann schauen wir, dass wir das Beste daraus machen. Ja, da freuen wir uns schon drauf auf ein Offense-Feuerwerk. Aber der alte Spruch zählt auch bei den Wildcats. Offense gewinnt Spiele, die Meisterschaften werden von der Defense entschieden. Benedikt, bei dir ist es auch so, du hast ein super Spiel gemacht letzte Woche bei den Saarland Hurricanes. Zwei Fumbles erobert. Die Defense wird wichtig am Samstag, wie bei jedem Footballspiel. Wie ist die Situation in der Defense? Ja, also wir sind jetzt halt nicht mehr personell die beste Gruppe. Wir haben nicht mehr viel Leute, aber die Wichtigsten sind noch dabei. Wir haben eigentlich auch keine großen Probleme gehabt in Saarland. Wir haben natürlich von den Punkten her verloren, aber es war knapp. Und es war eigentlich nichts, was uns jetzt wirklich Probleme bereiten wird. Wir müssen nur an unsere kleinen Fehler arbeiten. Und das werden wir in den zwei Wochen auf jeden Fall noch schaffen. Okay. Was wir gesehen haben, die live im Stadion waren und auch auf dem Bildschirm bei diesem Livestream. Saarland lebt vom Laufspiel. Die beiden Running Backs sind ziemlich gut. Der Quarterback ist gut zu Fuß. Da liegt der Schlüssel zum Erfolg, oder? Die zu stoppen. Ja, also in erster Linie mal gegen einen Lauf, auf jeden Fall. Weil der Quarterback kann, ist jetzt nicht der größte Passer, aber ja, seine Stärken liegen auf jeden Fall im Lauf, aber die sind jetzt auch nicht große Probleme, die wir da bescheiden müssen. Ja. Dann freuen wir uns drauf, auch auf die Defense-Leistung. Ich hoffe, ihr werdet großartig angefeuert. Wir gehen ja von über 1000 Zuschauern aus nächsten Samstag. Darum auch jetzt schon Info an alle Fans. Kommt rechtzeitig, Einlass ist ab 13 Uhr hier in der Innenenergie-Arena. Es wird parkplatzmäßig etwas Chaos herrschen, schätzungsweise. Also kommt rechtzeitig und wir freuen uns auf viele Punkte in der Offense. Wir freuen uns auf harte Tackles in der Defense und wir freuen uns auf super viele Fans in der Innenenergie-Arena.